Es ist 17.15 Uhr. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen 17.15 Kolloquium der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Raimund Grenacher. Ich bin für das OK des Kolloquiums heute hier. Und wir möchten Sie gleich zu Beginn darauf aufmerksam machen, dass das Meeting heute aufgezeichnet wird, allerdings nur der Vortrag und nicht Ihre Gesichter. Unser heutiger Gast ist Christian Brunnenberg. Er ist Juniorprofessor für Didaktik der Geschichte am Historischen Institut der Ruhr-Universität in Bochum. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte in immersiven Medien, historisches Lernen unter digitalen Bedingungen und generell die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist unter anderem Mitautor des Buches Geschichte auf YouTube, neue Herausforderungen für die Geschichtsvermittlung und historische Bildung, welches diesen September bei De Gruyter erschienen ist. Bevor ich das Wort übergebe, möchte ich noch sagen, nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit, mitzudiskutieren, zuerst im Plenum und vielleicht, wenn noch Interesse da ist, in kleineren Gruppen über Breakout-Sessions. Und in der allgemeinen Diskussion möchten wir Sie bitten, das Handhebezeichen in Zoom zu benutzen. Und ja, damit möchte ich gerne an unseren heutigen Gast, Professor Christian Brunnenberg, übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und vor allen Dingen für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier bei Ihnen sprechen darf. Ich teile einmal den Bildschirm für eine Präsentation, einen kleinen digitalen Lichtbildvortrag vorbereitet. So, Moment, Bildschirmpräsentation von Anfang an. Ja, meine Damen und Herren, der lange Abschied von Archiven und Bibliotheken, Geschichte in immersiven Medien. Ich schiebe es direkt vorweg, auch wenn es ein kleiner Spoiler ist. Es wird schlimmer. Ja, ich würde mich mit Ihnen in den nächsten 30 Minuten ein bisschen an eine vielleicht neue Form der Darstellung von Geschichte in digitalen Medien annähern und möchte sehr gerne mit einer Nachrichtensendung beginnen. Ja, meine Damen und Herren, am 11. März 2021 berichteten nämlich die ARD-Tagesthemen über eine zeitgeschichtliche Sonderausstellung mit dem Titel Der Sprung, die seit Mitte Januar 2021 im Deutschen Historischen Museum gezeigt wurde und da auch bis Anfang April diesen Jahres zu sehen war. Die Tagesthemen-Moderatorin Karin Mioska stand vor diesem Hintergrund, als sie in das Thema einführte. Zitat. Zu diesem Bild muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Der Mauersprung des DDR-Grenzpolizisten, der 1961 in letzter Minute in den Westen floh, das kennt jeder oder meint es jedenfalls zu kennen. Zitat Ende. Im Anschluss forderte Mioska die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Perspektivwechsel auf. Zitat. Denn wenn Sie mal einen Schritt zurückgehen und mit anderen Augen drauf gucken, dann verändert sich nicht nur das Bild, sondern auch seine Geschichte. Das Deutsche Historische Museum lädt die Besucher ein, die vielen Geschichten eines einzigen Fotos nachzuerleben. Zitat Ende. Dieses Nacherleben bezeichnete die Moderatorin als Experiment, das in einem rund dreiminütigen Feature vorgestellt wurde. Gezeigt wurden Aufnahmen aus der Virtual Reality-Anwendung, die es aus einer fiktionalisierten Perspektive, wie es in dem Beitrag hieß, möglich macht, die, Zitat, Szene mitzuerleben, die historisch wurde. Zitat Ende. Ausgangspunkt für die Virtual Reality-Installation ist der Moment, in dem Konrad Schumann, so hieß dieser 19-jährige Polizist der kasernierten Volkspolizeibereitschaften, am 15. August 1961 gegen 16 Uhr mit einem Sprung über die nur durch eine Stacheldrahtrolle provisorisch gesicherte Sektorengrenze zwischen Ostberlin und dem französischen Sektor an der Bernauer Straße Ecke Rubiner Straße nach Westberlin flüchtete. Der Regisseur Boris Haas Schachotin erklärte dazu, Zitat, wir haben ein zum Beispiel ikonisches Foto wie das des Sprungs und das ist so die historische Wahrheit. Aber für mich gibt es eben gar nicht diese eine historische Wahrheit, sondern für mich gibt es viele Perspektiven auf einen historischen Moment. Zitat Ende. Deshalb
könnten die Besucherinnen und Besucher nicht nur in die Perspektive von Konrad Schumann, also hier sehen Sie jetzt ein Standbild aus dieser VR-Anwendung, aus der Perspektive dieses Polizisten. Also, deshalb könnten die Besucherinnen und Besucher nicht nur in die Perspektive von Konrad Schumann schlüpfen, sondern auch in die Perspektive des Fotografen Peter Leibing. Das wäre hier und Sie sehen den Blick durch den Sucher der Kamera oder in die Perspektive eines Westberliner Polizisten. Ja, und hier ist eben diese Stacheldrahtrolle auf der anderen Straßenseite, also hinter der Stacheldrahtrolle ist Ostberlin und hier vorne haben Sie den Westberliner Teil. Auch die Vorzüge der Virtual Reality werden im Beitrag angesprochen und im selben Atemzug kritisch eingehegt. Zitat, einen historischen Ort zum Leben zu erwecken, eine vergangene Situation unmittelbar erfahrbar zu machen, das kann Virtual Reality, doch wie viel davon ist reines Spektakel und wie viel tatsächlicher Erkenntnisgewinn. Zitat Ende. Und genau zu diesem Punkt äußerte sich abschließend der Direktor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß. Zitat, wie werden wir künftig mit diesem Medium, was offensichtlich auch eine große Sogwirkung haben kann, umgehen? Denn wir wollen ja auch historische Objekte zeigen oder Fotografien oder Filme und wir müssen gucken, wie diese verschiedenen Medien, verschiedene Möglichkeiten der Darstellung von Geschichte miteinander funktionieren. Zitat Ende. Das Virtual Reality Projekt Der Sprung ist das Resultat mehrerer Jahre Arbeit. Es mussten, wie Sie hier sehen, es mussten Teile der Straßenzüge rekonstruiert und als Kulisse gebaut. Die Aufnahmetechnik musste entwickelt und Hintergründe am Computer erstellt werden. Schauspielerinnen und Schauspieler agierten vor Greenscreens und allein die Postproduktion hat ein Dreivierteljahr in Anspruch genommen. Unter anderem, weil die Bilder aus 14 Kameras zu einer 360-Grad-Sphäre zusammengefügt werden mussten. Meine Damen und Herren, die im Beitrag besprochene Anwendung mutet für einen Historiker geradezu verführerisch an. Einen als bedeutend bezeichneten Moment der Zeitgeschichte mit- oder nacherleben, am historischen Ort des Geschehens anwesend sein und dazu noch unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, das alles klingt zu sehr nach einer Zeitreise, einer Möglichkeit zum Auflösen von räumlichen und zeitlichen Distanzen, ja schon fast intimer Nähe zum historischen Ereignis. Im Endeffekt, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Gleichzeitig drängen sich natürlich Fragen auf. Inwiefern steht diese Form der Darstellung im Verhältnis zum historischen Ereignis? Kann ein zeitgeschichtliches Ereignis oder auch eins über die Zeitgeschichte hinaus durch Virtual Reality nacherlebt werden? Diese Fragen kann ich Ihnen in diesem Vortrag nicht erschöpfend beantworten. Ich kann aber in den verbleibenden Minuten einige Schlaglichter auf Aspekte werfen, die zum Verständnis und zur Einordnung dieser Virtual Reality-Anwendung beitragen sollen. Dazu widmen wir uns zunächst dem historischen Ereignis an sich. Dann blicken wir auf die Fotografie als Bildikone, dann auf das Erleben von Geschichte in situ. Ich erkläre dann auch, was ich damit meine, sowie zum Abschluss auf Virtual Reality als Medium zur Darstellung von Geschichte, verbunden mit der titelgebenden Frage, ob diese Technologie den langsamen Abschied von Archiven und Bibliotheken bedeutet. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, das historische Ereignis. Also damit Sie so ein bisschen das einordnen können, was hier dargestellt wird. Nachdem das Politbüro der SED in enger Absprache mit der Führung der Sowjetunion unter ihrem Präsidenten Nikita Khrushchev beschlossen hatte, eine Mauer quer durch Berlin bauen zu lassen, begannen die Bauarbeiten zunächst durch die Abriegelung der Sektorengrenze am 13. August 1961. Der Mauerbau war eine Reaktion auf die anhaltende ökonomische Krise der DDR, die vor allem durch die stetig steigende Zahl von Flüchtlingen aus der DDR in die Bundesrepublik und dabei handelte es sich vor allen Dingen um gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter, zusätzlich verschärft wurde. Planung für eine Abriegelung gab es auf Seiten der DDR seit spätestens Anfang 1961, wurden aber von der Sowjetunion erst im August 1961 genehmigt, nachdem eine Initiative Khrushchev mit dem Ziel, West-Berlin zu einer freien Stadt zu wandeln und die DDR durch die Bundesrepublik anerkennen zu lassen, als gescheitert angesehen werden musste. Und auch das sogenannte Gipfeltreffen in Wien im Juni 1961 zwischen Kennedy und Khrushchev angesichts der sehr angespannten politischen Lage, die mit US-Beteiligung durchgeführte sogenannte Invasion in der Schweinebucht im Kontext der kubanischen Revolution lag erst wenige Wochen zurück
und die NATO stationierte nukleare Mittelstreckenraketen in der Türkei. Das ist übrigens dann auch der ausschlaggebende Grund für die Kuba-Krise, also die Raketen in der Türkei. Das ist auch so, was in welcher Reihenfolge kommt. Ohne Ergebnis vonstatten ging. Dass es in der DDR Pläne zu Sperrmaßnahmen in Berlin gab, galt in der westdeutschen Bundesregierung seit Juli als gesichert, nachdem Ulbricht sich ja schon bereits am 15. Juni mit dem viel zitierten Gesetz »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen« gegenüber westdeutschen Journalisten geäußert hatte. Anfang August häuften sich die nachrichtendienstlichen Hinweise und die ersten Meldungen über eine anlaufende Vorbereitung der Maßnahmen gab es dann am 12. August und die Bauarbeiten zur Abriegelung begannen schließlich am 13. An der Bernauer Straße, und dort war am 15. August, also nicht am 13., sondern erst am 15. August, Konrad Schumann als Volkspolizist eingesetzt, bedeutete die Abriegelung konkret, dass der Bürgersteig zu West-Berlin gehörte, die Wohnhäuser allerdings zu Ost-Berlin. An den Wohngebäuden hatten sich daher seit dem 13. August dramatische Fluchtszenen abgespielt, von denen einige, wie beispielsweise mehrere Sprünge aus Fenstern, in ein Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr vom Fernsehen übertragen worden waren. Und diese Bilder kennen Sie vielleicht auch aus Dokumentationen. Dies lockte auch am 15. August wieder schaulustige Pressefotografen und Kameraleute, aber auch Westberliner Polizisten zum Ort des Geschehens, unter anderem den 20-jährigen Fotografen Peter Leibing, der als Volontär bei der Bildagentur Conti Press arbeitete und einen Tag zuvor in West-Berlin eingetroffen war. An der Bernauer Straße beobachtete Leibing, wie ein Soldat, Zigarette rauchend, an einer Hauswand unweit des Stacheldrahts stand, wiederholt zu diesem ging und ihn mit dem Stiefel niederdrückte. Leibing fotografierte die Szene und einige andere Motive. Passanten berichteten, dass der Soldat einem der Anwesenden auf Westberliner Seite zu verstehen gegeben haben soll, dass er springen wollen würde. Die Westberliner Polizei wurde verständigt und fuhr mit einem Transporter vor, dessen Hecktür geöffnet wurde. Leibing und ein anderer Journalist richteten ihre Kameras offensichtlich auf die anderen anwesenden DDR-Soldaten und Volkspolizisten, wohlwissend, dass diese ja den Befehl hatten, sich nicht fotografieren zu lassen, sich daher abbanden und Konrad Schumann so den Rücken zukehrten, der diesen Moment nutzte, seine Maschinenpistole wegwerfend im Stacheldrahtmann Dieter Hoffmann des Senders Freies Berlin gefilmt und von Leibing und einem weiteren Fotografen, der im rechten Winkel zur Szenerie stand, fotografiert wurde. Bereits am nächsten Tag wurde das Foto und weitere der Bildfolge, und die sehen Sie hier, also das oben links ist von dem zweiten Kameramann, von dem zweiten Fotografen, der im rechten Winkel dazu stand. Hier sehen Sie den Kameramann und hinter dem Kameramann hat Leibing gestanden. Und hier ist eben dieser ikonenhafte Bildausschnitt. Das Foto und weitere Fotos dieser Bildfolge wurden in der Bild-Zeitung gedruckt und erhielten bald national und internationale Aufmerksamkeit. Das sehen Sie hier. Das ist aus dem US-Magazin Life, dann vom 25.08.1961, wo eben diese Fotos auch Teil einer Berichterstattung waren. Punkt 2, die Fotografie als Bildikone. Das von Peter Leibing erstellte Foto dokumentiert nicht nur das historische Ereignis, sondern avancierte zu einer zentralen Bildikone der deutschen Nachkriegsgeschichte. So zentral, dass es 2011 in das deutsche UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde, in dem es lediglich 24 Einträge gibt, unter anderem Goethes literarischen Nachlass, die Gutenberg-Bibel, Beethovens 9. Symphonie, Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis oder das Nibelungenlied, mit denen die Vielfalt deutscher Beiträge zur Kulturgeschichte dokumentiert werden sollen. Und dieses Foto ist zusammen mit 15 verschiedenen Filmaufnahmen, Fotografien und Schriftstücken ein Teil dieser Sammlung und bildet die Geschichte der Berliner Mauer ab. Dazu gehören auch weiterhin der gefilmte Abtransport des erschossenen Mauerflüchtlings Peter Fechtner, John F. Kennedys Rede, ich bin ein Berliner, sowie die Aufnahmen von Günter Schabowski in der Pressekonferenz vom 9. November 1989. Das Foto der Sprung ist damit, und darauf verwies ja auch Karin Mioska in ihrer Moderation, als medial herausragendes, präsentes Bild dauerhaft im kollektiven Bildgedächtnis eingeschrieben und kann als Bildikone der deutschen Geschichte bezeichnet werden. Der Zeithistoriker Gerhard Paul beschreibt diese Bilder in seiner Visual History als, Zitat, besondere technisch und elektronisch generierte Bilder, die die Kraft besaßen, Geschichte zu machen und zu schreiben. Aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit und Verbreitungsgeschwindigkeit waren sie zugleich in der Lage, Gesellschaften zu durchdringen und Grenzen zu überspringen, also tendenziell omnipräsent und global zu sein.
Von den Bildern oder Ikonen der bildenden Kunst unterscheiden sich Medienikonen vor allem dadurch, dass sich die Eigenheiten und Gesetzmäßigkeiten ihrer medialen Bildträger strukturell in sie eingeschrieben haben. Zitat Ende. Das bedeutet, Bildikonen ragen aus der medial erzeugten Bilderflut heraus und besitzen außerordentliche Erinnerungskraft, werden ständig reproduziert, verehrt, verteidigt oder attackiert. Das gilt sowohl für sogenannte Generic-Icons, wo die Akteure die Situation oder die Orte wechseln, das Motiv jedes Mal dasselbe bleibt. Als Beispiel wird häufig der Bildtypus hungerndes Kind in Afrika eingeführt. Oder für das sogenannte Discrete-Icon ein einzelnes Foto mit bestimmten Bildelementen und folgenden Merkmalen. Hoher Wiedererkennungswert innerhalb einer sozialen Gruppe, eine rasche Verbreitung, eine auffällige und überzeugende Komposition, eine Darstellungsprominenz, zum Beispiel auf Titelseiten, eine hohe Frequenz der Reproduktion und schließlich einer hohen inhaltlichen Dichte, in der ein Ereignis dargestellt wird, das symbolisch für ein größeres Geschehen steht. Also wie hier der Mauerbau, obwohl es gar nicht am Tag des Mauerbaus aufgenommen wurde. Dazu kommt noch, dass der Peter Leibing eigentlich Sportfotograf war und diese Szenerie mit dem Sprung über den Stacheldraht quasi wie beim Springreiten hat aufnehmen können mit einer ähnlichen Technik. Unter diesen theoretischen Annahmen hat der Zeithistoriker Christoph Hamann das Foto der Sprung in den Blick genommen und zu einer Bildgeschichte geforscht. Er bezeichnet das Foto zusammen mit einer fast ein Jahr später entstandenen Fotografie des erschossenen Mauerflüchtlings Peter Fechter vom 17. August 1962 als Fluchtbilder, die innerhalb des kollektiven Bildgedächtnisses als Schlüsselbilder fungieren. Beide Bilder dienten in der Bundesrepublik als Belege für die Illegitimität des Handelns der DDR und sollten die eigene Machtlosigkeit durch ständig wiederholte und in der Öffentlichkeit breitenwirksam verbreitete Verweise kompensieren. Beide Aufnahmen, so Hamann, Zitat, symbolisieren die deutsche Teilung und den Charakter der Berliner Mauer in besonderer Weise. In Beras Foto, das ist das rechte hier, scheint die deutsche Frage verdichtet. Mauer und Stacheldraht, Tat und Täter, Opfer und Tod. Leibings Aufnahme, also links, zeigt mit dem Grenzpolizisten Schumann dagegen einen potenziellen Täter, der die Tat verweigert. Er wechselt die Seiten von der Macht zur Ohnmacht und dies des moralischen Empfindens wegen. Zitat Ende. Zentral ist aber die Dokumentation der beiden Fluchtversuche, des Erfolgreichen und des Gescheiterten. Erst die Fotografie macht diese Fluchten bedeutsam. Es gibt weitere Fluchten von DDR-Grenzpolizisten und weitere tragisch verlaufene Fluchtversuche. Allerdings sind die nicht durch Fotos dokumentiert. Dritter Punkt, der uns dann zu der Virtual Reality-Anwendung führt, ist Geschichte in situ erleben. Die fotografische Dokumentation der Flucht von Konrad Schumann weckte nach der Aktion zunächst das Interesse der Presse und avancierte im Anschluss schnell zu einem Schlüsselbild im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Debatte um den Mauerbau. Doch auch mit Perspektive auf die mediale Inszenierung im Deutschen Historischen Museum in der Virtual Reality-Anwendung ist diese Dokumentation des historischen Ereignisses von Interesse. Der Zeithistoriker Frank Bösch hat 2016 darauf hingewiesen, dass, Zitat, Menschen zunehmend gezielt an Ereignissen im Zuge ihrer Entstehung, also live, teilnehmen wollen, die bereits vorab das Versprechen bergen, historische Bedeutung zu erlangen. Zitat Ende. Im Gegensatz zum Reenactment als einer performativen Praktik des Wiederaufführens vergangener Ereignisse und Lebenswelten käme es dabei zu einem Enactment, also einer aktiven Beteiligung an einem Geschehen, dem die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen bereits im Vorfeld oder in der Situation des Geschehens eine historische Relevanz zusprechen. Diese Zusprechung von Relevanz verweist auf zwei Aspekte einer geschichtswissenschaftlichen Betrachtung von Ereignissen und ihrem Zustandekommen. Wie bereits dargestellt, wird menschliches Handeln zu einem Ereignis, wenn es Gegenstand von Kommunikation ist. Rainer Koselleck hat allerdings darauf hingewiesen, dass das, Zitat, was sich tatsächlich ereignet, offenbar mehr ist als die sprachliche Artikulation, die dazu geführt hat oder das Ereignis deutet, Zitat Ende, und verweist damit auf die, Zitat, Differenz zwischen einer sich ereignenden Geschichte in actu und ihrer sprachlichen Ermöglichung. Also das historische Ereignis und das, wie man sich daran erinnert, das ist nicht identisch, sondern da gibt es einen Unterschied, der allerdings eigentlich nicht mehr fassbar ist, weil wir ja nur noch auf die Überlieferung zurückgreifen können. Die Deutung eines Ereignisses durch Zeitgenossen und Zeitgenossen als ein
zumindest für ihre Gegenwart, als bedeutsam angenommenen Vorgang, erschließt sich im Nachgang daher nur als komplexes Zusammenspiel von Geschehen und Kommunikation, das auf Grundlage der vorhandenen Quellen wieder rekonstruiert und in den historischen Zusammenhang eingeordnet werden muss. In Abgrenzung zu diesem Phänomen des aktiven Mitgestaltens von Situationen in actu, also die gerade vor sich gehen, die von den Zeitgenossen und Zeitgenossen im Moment des Vorgangs bereits als geschichtsträchtig bewertet werden, bezeichnet Bösch eine zeitgleich medial ermöglichte Teilnahme an diesem Geschehen als sich vollziehende Geschichte in situ. Also das heißt, ich nehme nicht vor Ort teil, sondern ich nehme medial vermittelt teil. Vor allem durch die Verbreitung des Fernsehens als Massenmedium sieht er seit den 1960er Jahren Möglichkeiten zur audiovisuellen Teilnahme an solchen Ereignissen in situ, die als geplante Medienereignisse weltweit live übertragen werden können und damit Menschen die mediale Teilnahme an eben solchen Geschehen ermöglichen. Nicht als vor Ort Miterlebende, sondern als Mitsehende, Mithörende oder Mitlesende. Die fortschreitende Digitalisierung und Medialisierung gegenwärtiger Lebenswelten lässt Geschichte in situ auch bei Ereignissen zu, die überhaupt nicht geplant sind, sondern sich spontan oder zufällig ergeben. Während am Abend des 9. November 1989 vor allem Filmmaterial eines zufällig anwesenden Kamerateams des Nachrichtenmagazins des Spiegels die Geschehnisse unmittelbar an der Mauer zeigen konnten, gab es am 11. September 2001 bereits eine Live-Berichterstattung. Daran können sich die meisten von Ihnen wahrscheinlich erinnern. Aber die Dimensionen einer hundertfachen Live-Selbstdokumentation, wie beispielsweise beim sogenannten Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar diesen Jahres, wurde erst durch die Verbreitung des Smartphones in Verbindung mit dem Mobile-Netz und Social-Media-Kanälen ermöglicht. Also ich weiß noch, wie ich am 6. Januar zu Hause gesessen habe und dann von einem Bekannten, der nordamerikanische Geschichte macht, eine SMS bekommen habe, hier, was ist denn da los? Und ich so, wo ist was los? Und dass man danach eben über Twitter und andere Kanäle live an dieser Erstürmung teilgenommen hat, obwohl ich in Köln hier in diesem Zimmer saß. Das war quasi Geschichte in situ. Nächster Punkt, Geschichte in Virtual Reality. Den Wunsch, Geschichte in actu, also miterlebend, vor Ort, als Mitsehender, Mithörender, Mitlesender, erleben zu können, also an einem bereits in der Gegenwart als historisch relevanten eingeschätzten Ereignis teilhaben zu können, bedienen auch die Virtual Reality-Anwendungen mit geschichtsbezogenen Inhalten, von denen die Installation Der Sprung nur ein Beispiel ist. Hierbei handelt es sich um eine neue Variante von Geschichte in situ, da es sich nicht um ein zeitgleiches, sondern zeitlich nachgelagertes Erleben einer Simulation eines vergangenen Ereignisses handelt und das theoretisch in einer folgenlosen Wiederholbarkeit. Also Sie können ja sich diese Anwendung immer wieder und immer wieder und immer wieder anschauen aus den unterschiedlichen Perspektiven, aber das Ereignis wird sich nicht verändern, sondern es läuft jedes Mal ab, wie es entsprechend dargestellt wird. Letztlich wird so das Enactment dann doch zu einem Reenactment in einer digital erzeugten Umgebung. Die Produzenten dieser Formate setzen, wie der eingangs zitierte Regisseur, auf ein vermeintliches Mit- und Nacherleben von Vergangenheiten, propagieren authentische Eindrücke und machen den Rezipierenden nur selten Angebote zu einer reflektierten oder kritischen Nutzung der dargestellten Inhalte. Denn in den meisten Fällen werden und sollen die Nutzerinnen und Nutzer von immersiven Darstellungen emotional durch die im doppelten Wortsinn gemachten Erfahrungen überwältigt werden. Also einmal das, was die Darsteller gemacht haben und einmal das, was diejenigen, die sich das anschauen, was die für Erfahrungen machen. Was nebenbei bemerkt, diametral den Prinzipien historischer Bildungsarbeit gegenübersteht. Ein Fingerzeig auf den Beutelsbacher Konsens soll hier genügen. Vielleicht ganz gut zur Orientierung. Der Beutelsbacher Konsens ist eine Übereinkunft aus den 70er Jahren, wo es darum ging, dass in der historisch-politischen Bildung verschiedene oder drei Grundsätze eingehalten werden sollen. Das ist einmal das sogenannte Überwältigungsverbot, also dass man nicht diejenigen, die an diesen Bildungsangeboten teilnehmen oder generell an Angeboten teilnehmen, so überfährt, emotional, dass gar kein Nachdenken mehr möglich ist. Das zweite wäre Kontroversität, also dass man eben auch
darauf verweist, dass es noch andere Meinungen gibt und dass diese unterschiedlichen Meinungen gegeneinander abgewogen werden. Und das Dritte wäre eben, dass man die Perspektivität zulässt, also dass diejenigen, die sich das anschauen, eben auch ihre eigenen Ansprüche einbringen können. Denn durch das vermeintliche Erleben vergangener Zeiten wird in vielen Fällen jegliche Distanz zum dargestellten historischen Gegenstand unterlaufen und einer affektiven Aneignung von Geschichte zu Ungunsten einer kognitiven Auseinandersetzung Vorschub geleistet. Das entspricht auch dem genuinen Ziel immersiver Medien, bei den Betrachtenden möglichst wenig kognitiven Widerspruch zu erzeugen. Immersion setzt dazu immer auf der technischen und ästhetischen Ebene an und gilt als gelungen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer bei der Betrachtung der konstruierten virtuellen Wirklichkeit ihre tatsächliche Anwesenheit in der realen Welt und deren sensorischen Reize im Idealfall völlig ausblenden. Also Sie sehen hier im Bild das Mädchen, das im Endeffekt die simpelste Form einer Virtual Reality Brille nutzt, nämlich ein sogenanntes Cardboard aus Pappe, in dem man dann ein Handy einklemmt, das dann über Stereoskopie ermöglicht, dreidimensional zu sehen und eine virtuelle Welt simuliert oder einen 360-Grad-Film. Und das gibt es natürlich dann technisch ganz ausgereift, dass sie immer weniger merken, dass sie dort ein Gerät benutzen. Also das Kind muss ja jetzt das auch noch festhalten, das Cardboard. Wenn sie die Brille eben frei haben, dann gibt es sogenannte Standalone-Apparaturen. Dann werden sie noch nicht mal mehr verkabelt, sondern können sich einfach bewegen. Und damit fährt man halt diesen technischen Widerstand immer weiter runter und versucht, die immersive Wirkung zu erhöhen. Für diese Ebene der Wahrnehmung wird der Begriff der Präsenz genutzt. Dabei handelt es sich um eine individuelle Erfahrung der Nutzerinnen und Nutzer. Präsenz beschreibt den Eindruck der eigenen Anwesenheit in der virtuellen Welt. Dieser kann durch zusätzliche sensorische Reize und eine emotionale und oder sogar interaktive Einbindung in die Darstellung als sehr, sehr intensiv wahrgenommen werden und, das haben psychologische Studien ergeben, auch nachhaltig wirksam werden. Der Medien- und Technikethiker Thilo Hagendorf hat im Zusammenhang mit Virtual Reality Technologien auf den ihnen anhaftenden Charakter von Isolations-, Empathie- und Verrohungsmaschinen hingewiesen. Also Isolationsmaschine ist ja hier sehr offensichtlich. Man begibt sich alleine in diese virtuellen Welten und nimmt eben die Perspektive ein, die dort vorgegeben wird. Bei den Empathiemaschinen, also das ist ein Riesenthema, vor allen Dingen in den Medienwissenschaften, also kann man über diese Medien Empathie für bestimmte Dinge erzeugen und die Verrohungsmechanismen, also gerade im historischen Bereich gibt es die Diskussion, wo gibt es eigentlich rote Linien, darf ich mit diesen Medien zum Beispiel ein nationalsozialistisches Konzentrationslager in den 40er Jahren darstellen und kommt man dann eben über das, was dort dargestellt wird, was kann ich da darstellen, dann zu so Verrohungsmechanismen. Bevor man sich an dieser Stelle verleitet fühlt, sich zu alarmistischen Warnungen hinreißen zu lassen, lohnt aber ein kurzer Blick in die Vergangenheit, der zeigt, dass entsprechende mediale Formate kein genuin dem digitalen Zeitalter entspringende Phänomene sind, sondern bereits auf eine längere medienkulturgeschichtliche Tradition des Bemühens verweisen, virtuelle historische Realität mit einer hohen immersiven Wirkung zu erschaffen. So sei auf das im späten 18. Jahrhundert erfundene Panorama verwiesen, bei dem durch das Betreten eines Rundgemäldes die Illusion eines Panoramablicks entstehen sollte. Während also bereits die Geschichtspanoramen des 19. Jahrhunderts den Besucherinnen und Besuchern das Nacherleben einer historischen Situation möglichst eindrücklich ermöglichen wollten, sind die digitalen virtuellen Realitäten der Gegenwart im Endeffekt vielleicht nur die technisch weiterentwickelten Panoramen des 21. Jahrhunderts. Der in einem Rundgemälde des 19. Jahrhunderts quasi eingefrorene historische Moment wird durch die neuen Möglichkeiten einer digitalen und audiovisuellen Darstellung historischer Situation zeitlich und räumlich ausgedehnt und aus vielen Perspektiven erlebbar. Die meisten Virtual Reality-Angebote mit historischen Inhalten setzen also zur Stärkung eben dieser immersiven Wirkung auf ästhetische und emotionale Effekthascherei. Die imaginierten Vorstellungsbilder werden durch vermeintliche Abbilder der Vergangenheit und den nicht zutreffenden Eindruck einer Zeit oder zutreffenderweise einer Augenzeugenschaft ersetzt. Die dadurch entstehenden Effekte stehen in einem Spannungsverhältnis zu den in Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik grundlegenden Verständnis von Geschichte als methodisch reflektierter und kritischer Rekonstruktion von Vergangenheit. So zeigt auch die Anwendung der Sprung
nicht das historische Ereignis. Es simuliert es. Versucht durch immersive Techniken einen starken Eindruck von Präsenz zu erzeugen, durch den die Nutzerinnen und Nutzer vermeintlich näher an das historische Ereignis herankommen können. Was sie aber erleben, ist nicht die Vergangenheit. Sie sehen Schauspielerinnen und Schauspieler des 21. Jahrhunderts in einer digital erzeugten Umgebung und machen daher überhaupt keine Vergangenheitserfahrung, sondern vielmehr eine Geschichtserfahrung. Letzter Punkt, der langsame Abschied von Bibliotheken und Archiven, Fragezeichen. Abschließend die Frage, ob die Verwendung von Virtual Reality den Gang ins Archiv oder die Bibliothek ersetzen wird. Lösen simulierte Vergangenheiten die Quellen und die gedruckten historischen Darstellungen ab? Ich habe das Fragezeichen im Titel bewusst gesetzt. Wie ich dargestellt habe, reihen sich die immersiven Medien mit geschichtsbezogenen Inhalten in einer aus medienkulturgeschichtlicher Perspektive lange Reihe von Entwicklungen ein, die alle der Versuch eint, das anscheinend bei vielen Menschen vorliegende Bedürfnis nach einer authentischen Begegnung mit der Vergangenheit, dem Wissen wollen und sehen wollen und spüren und es eint diese Medien zusätzlich, dass sie genau das nicht leisten können. Denn wie ausgeführt, handelt es sich eben nicht um eine Reise in die Vergangenheit, auch wenn die virtuelle Realität als Bezugsrahmen so wirkmächtig wird, dass dieser als real wahrgenommen wird. Und tatsächlich ist die virtuelle Realität ja auch real, aber eben nur als virtuelle Realität. Die Nutzerinnen und Nutzer bleiben trotz größtmöglicher Immersion und einem Gefühl der Präsenz in diesen virtuellen Welten in der physischen Realität unserer Welt verhaftet und können eben nicht durch Zeit und Raum reisen. Weder in das Berlin des Jahres 1961 oder in die Pfahlbausiedlung des vierten vorchristlichen Jahrtausends. Das macht keinen Unterschied. Die Vergangenheit kann, zumindest nicht mit dieser Technik, zurückgeholt werden. Sie ist nicht nachzuerleben und man kann auch nicht dieselben Erfahrungen machen, die von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen hätten gemacht werden können. Alle virtuellen Zeitreisenden sind und bleiben Menschen des 21. Jahrhunderts. Eine Augenzeugenschaft oder Zeitzeugenschaft vergangener Ereignisse ist nicht möglich. Und das ist ziemlich ernüchternd. Aber wie kann man das Bedürfnis nach Nähe zur Vergangenheit befriedigen? Museen, Archive und Bibliotheken bewahren materielle Hinterlassenschaften der Vergangenheit, die bis in unsere Zeit hineinragen. Zufällig oder bewusst erhalten sind sie Zeugen vergangener Lebenswelten und eröffnen Perspektiven in ihre Zeit. Und sie setzen immersiver Medien, denn die Produzentinnen und Produzenten sind auf Informationen aus der und über die Vergangenheit angewiesen, auch wenn sie die vielen Leerstellen versuchen zu überdecken. Es ist also, um die Frage aus dem Fernsehbeitrag abschließend zu beantworten, in der Tat sehr viel Spektakel und Erkenntnisgewinn kann letztlich nur auf der Ebene eines Nachdenkens über die Möglichkeiten der medialen Rekonstruktion eines geschichtlichen Ereignisses liegen. Es bleibt also Schlusssatz zu diskutieren, und das können wir gleich gerne machen, ob es sich bei der Darstellung historischer Begebenheiten in immersiven digitalen Medien um eine neue Form der Präsentation, Vermittlung und Aneignung von Geschichte handelt, ob die durch Immersion erzeugte Präsenz Auswirkungen auf die Rezeption dieser Medien und deren Inhalte erwarten lassen und in welchem Verhältnis Immersion und historische Imagination zu sehen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.